So kann man das definitiv machen. So, unser Holz wird natürlich dadurch rapide verdaddelt. Aber was tut man nicht alles für ein Haus, ne? Was tut man nicht alles für ein Haus? Wobei ich überlege, es würde natürlich noch mehr Holz kosten, ne? Aber damit das vernünftig aussieht, müsste man eigentlich das schon so lassen. Soll ja gar nicht auffallen, ne? Ich meine, hier kann ich zum Beispiel wieder abbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann müsste der hier hin, ne? Ja, sieht richtig aus. So müsste das hin. Na, das hat ja viel gebracht jetzt gerade. So. Achso. Dann müssen wir das auch noch machen hier. Habe ich schon wieder vergessen. Habe ich nämlich nicht gemacht, ne? Ne. Da müssen wir auch ein bisschen was von dem Holz chiseln. Damit wir damit auch vorankommen. So. Siehste. Sehr, sehr schön. Das nicht nur, weil ich sage. Hoffe ich. Ja, auch so noch eine Karotte. Wir haben ja gleich noch Brote. Was bringt uns jetzt eigentlich die Quest? Wir können eine Choice Reward durchbringen. Das haben wir natürlich alles. Beetroot weiß ich jetzt nicht so. Kaktus nehme ich eigentlich immer ganz gerne. Wenn es solche Quests gibt. Weil es ist halt ein Kaktus, ne? Ausnahmsweise mal keine Kaktusse, sondern ein Kaktus. Der Rabe hier, der will sich hier verbacken, das ist nicht normal. So, jemand Kaktus in die Wildnis. Was haben wir denn jetzt noch offen? Küchenutensilien, ja. Oder eine Ironhoe und eine Gartenskirt, aber dafür brauchen wir erstmal Blaze Rods. Na gut. Da kommen wir jetzt so schnell nicht ran. Das kann erstmal weg. Und wir brauchen vor allem wieder Holz. Holz ist jetzt so eine Sache, ne? Dieser eine große Baum hier, ne? Hier sind zwei jetzt. Ah, die triggern mich so ein bisschen, ne? Ja, komm, was soll's. Hey, den Ratz. Den Ratz, was auch immer. So. Schere brauche ich auch nicht benutzen. Ich muss alles kaputt. Schon sagen hier. Der Baum, der versteckt sich vor uns. So, haben wir den. Und wir haben den. So, haben wir da jetzt den Großteil weggekriegt? Ja. Schön. So, können wir ja gleich wieder neue pflanzen, die Kandidaten sind für großen Wald. Können wir mal so einen richtig schönen dichten Wald hier irgendwie machen. Weiß auch noch nicht. Irgendwie wird sich das schon ergeben. Aber, eins ist klar, ab ins Bett. Die Piratenschiffe haben sich verabschiedet. Das liegt aber wahrscheinlich an der Nacht. Ich glaube, nachts hat man weniger Sichtweite. Ich weiß nicht, ob das hier am Modpack liegt oder allgemein.
Oder ob das an Optifine liegt. Nee, vor allem, anscheinend hat das nichts damit zu tun. So, also wenn das an Holz jetzt erstmal nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Das sieht jetzt noch total beschissen aus, ne? Aber wir arbeiten ja dran. Wir arbeiten ja dran. So. 1, 2. Also kommt hier das. Steine haben wir auch keine mehr. Was mach ich denn da? So. Das heißt, hier kommt der Stein hin, hier kommt ein Stein hin und dann wäre das so. So wäre das. Ja, glaube ich, dass das so richtig ist. Ich weiß es nicht. Sieht aber richtig aus. So. Damit hat man schon mal viel gewonnen, wenn es richtig aussieht. Außerdem können wir hier auch mal ein bisschen mehr das mal wegbauen, dann haben wir hier schon mal Platz. Sieht das alles schon mal so aus, als wäre das alles gewollt. So. Und vor allem mal Platz gewinnen wieder. Hier könnte zum Beispiel noch eine Crafting Box rein. Ja. Könnte man hier hinstellen. Ist auch irgendwie doof ist, warte mal. Das ist. Nee, das geht so nicht. Sonst stelle ich die hier hin, so. Machen wir ein paar Truhen. Ja. Könnt ihr hier zum Beispiel mal ein bisschen Baumaterialien verschwinden lassen. Ja. Und hier so ein bisschen Random Junk. Ein bisschen Platz haben, wieder. So. Ja. Das wird das. Dann müsste das und das sein, ne? Richtig? Oder, ist das jetzt. Ich weiß es nicht. So. Hier machen wir noch ein Fenster hin. Ja. Und da nicht. Da machen wir eine geschlossene Ecke. Geschlossene Gesellschaft kommt dahin. So. So, nee, so viel zu offen. Zu geschlossen. So. Oder einfach eine geschlossene Ecke. Dann haben wir beide zumindest mal ein kleines Häuschen für unsere Angelegenheiten. Die da wären, nicht sterben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin ein großer Fan von. So. Oh, Mist, was war das denn? Für ein Move hier. So. Hier und dann darf ich mich nicht wundern, dass das etwas anders ausfällt.
Aber so muss das schon sein. Ja, so. Random Junk wieder mal hier weg, 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 weg. Sollen wir mal ein bisschen Platz behalten. So, was wir noch brauchen, ist vor allem mehr Holz. Wir brauchen mehr... Oh. Hey! Hey! Das war ein langes Standbild. So, wir müssen doch jetzt eigentlich auch Brote haben, oder nicht? Brote? 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 Brote. So, und unsere Mine haben wir auch. Können wir mal einen Blick reinwagen. Gibt es leider ein bisschen mehr Marmor, als mir lieb ist. Aber dafür auch Eisen. Können wir auch mal Eisenwerkzeuge mehr machen. Und Blei. Und das überspringe ich auch mal. Das ist eher für die Streams. Das passt da nicht. Ich glaube, ich muss nochmal eine gesonderte für die Let's Plays machen. Für die Streams wäre solche Musik natürlich ganz gut. Da wollen wir ein bisschen fresher rangehen an die ganze Angelegenheit. Aber hier in den Aufnahmen... Da halte ich das lieber ein bisschen einfach. So. Aluminium gibt's auch. Herz allerliebst. So. Nur mal eben gucken, dass wir auch mal ausleuchten. So. Nicht, dass die Viecher spawnen. Wird es nicht schon wieder Nacht? Nee, gut. Kupfer gibt's auch. Wunderbar. Wunderbar. So, und Osmium gibt's auch. Das ist noch besser. Im Moment. Osmium ist fast schon ein bisschen Overkill. Wenn ich mich da mehr mit auskennen würde, dann hätte ich Osmium sogar noch ein bisschen anders gemacht hier, dass man das nicht einfach so mit einem normalen Ofen schmelzen kann, sondern erst etwas später. Also so ein bisschen, auch so ein bisschen Progress-mäßig. Weil Osmium doch hart stark ist, ne? Also ähnlich krass wie, also von der Schnelligkeit her ähnlich wie dir. Die Haltbarkeit weiß ich gerade gar nicht. 500, das ist glaube ich die Hälfte von dir, ne? Ungefähr. Was schon ziemlich gut ist. Oh, aber dafür haben wir jetzt wieder ein bisschen Cobblestone. Ich würde ganz gerne zumindest mal eben die Spitzhacke kaputt machen. Dann haben wir wieder einen Platz mehr im Inventar. Ja, siehste, geht doch. Können wir wieder eine Fackel setzen? Ja. So, dann spawnt uns hier wenigstens nichts. Ah, das ist doch schön. So, dann können wir hier nämlich mal eben das machen. Erze, weiß ich auch nicht. Könnte man hier unten mal eben reintun.